Was geht, mein Name ist Danny. Ich bin zurück zu einem Video, dann spielen wir Detroit Become Human. Ich hoffe, ihr freut euch, den stehenden Danny wieder zu sehen, weil ich freue mich, euch zu sehen. Okay, Leute, beim letzten Mal habe ich vergessen, eine Geschichte zu erzählen, bevor wir anfangen mit der Folge. Und zwar, das wollte ich unbedingt erzählen, es ist aber ein bisschen peinlich, also wollte ich es doch nicht erzählen. Aber jetzt, wo ich es schon erzählt habe, erzähle ich es auch lieber gleich. Also, das Ding ist quasi das. Also, mein Tisch, jetzt ohne Spoiler, ist von Ikea, okay? Ich habe nicht alle Sachen von Ikea, aber der Tisch ist von Ikea. Sorry für die Schleichwerbung, aber... der ist von Ikea. Und es gibt eine Möglichkeit, und zwar kann man da Ersatzteile holen. Und vom Batang habe ich irgendwie die Kabel verloren für den Tisch und konnte ihn nicht mehr hoch und runter machen. Also das Netzwerkkabel, also das Kabel zum Strom, um ihn an den Strom anzuschließen, den Tisch. Und naja, dann war ich morgens bei Ikea, habe da irgendwie voll lang gewartet, bis ich mal dran kam. Und dann, also ich wollte Ersatzteile bestellen, habe ich auch getan. Und das war sogar gar nicht billig, okay? Das hat 40 Euro gekostet, die Ersatzteile. Stell euch mal vor, was man 40 Euro machen kann, okay? Das Spiel kostet 40 Euro. Naja, ein bisschen mehr, aber man kann sich ein Spiel holen für 40 Euro. Also 40 Euro ist eine Menge. Naja, auf jeden Fall habe ich dieses Kabel bestellt und dann komme ich nach Hause und ich war ungeduldig, weil die kommen aus Schweden. Ikea ist ja aus Schweden und es hätte zu lange gedauert, okay? Also habe ich trotzdem gesucht, obwohl ich es bestellt habe. So, die Kabel zu finden, obwohl man sie bestellt hat, wäre so ärgerlich gewesen. Und aus irgendeinem Grund habe ich die Kabel dann gefunden. Sie waren genau links neben mir, nachdem ich bestellt habe. Einige denken sich jetzt, oh, das war so unnötig. Und ja, das war es auch. Und deswegen ist es peinlich und ich ärgere mich komplett. Weil zum einen habe ich nicht nur Geld ausgegeben, sondern ich habe auch Zeit aufgewendet, um zu warten, okay? Aber Leute, heute machen wir weiter. Ich stehe immer noch. Es fühlt sich gut an zu stehen. Es fühlt sich wirklich gut an zu stehen. Es macht Spaß. Es macht wortwörtlich Spaß. So, das Coole ist einfach, dass ich hier sein kann oder hier sein kann. Hier seht ihr meine komplette Sammlung meiner Pokémon-Plüschtiere. Ich weiß, verdammt cool. Hört man mich überhaupt von hier? Ja, mal Leute, lasst uns unser Headset aufsetzen und weiterspielen. Und falls du mehr davon sehen willst, lass einen Daumen nach oben, damit ich quasi weiß, dass ihr mehr von den Folgen sehen wollt. Also, viel Spaß, Baby. Let's go, Leute. Wir müssen abhauen. Stimmt. Oh mein Gott, stimmt. Wir müssen abhauen. Oh mein Gott. Oh, der Typ ist so bombastisch. Ja, Slatko. Oh, ich hab Angst. Sofort, Slatko. Oh mein Gott, was soll ich tun? Hä? Kann ich hier weg? Komm da rein. Versteck dich. Das wäre wichtig, Leute. Wo kann ich mich noch verstecken? Slatko. Oh mein Gott. Die Kleine ist weg. Oh mein Gott. Sie kann ja nicht verschwunden sein. Ich bin so tot. Sie muss hier irgendwo sein. Ich bin tot, ich bin tot. Oh mein Gott, ich bin tot, wortwörtlich. Okay, ich bin tot. Ich sehe nicht mal. Kann ich mir meinen Dings bewegen? Ja, das geht. Oh mein Gott. Ich versuche das zu bewegen, Leute. Oh. Oh. Wie kommen wir hier raus? Ich kann meinen Stick nicht bewegen. Ich habe auf Kreis und... Oh mein Gott, wie soll man sich hier bewegen? Oh. Was zur Hölle machst du? Komm her! Ja, genau. Komme! Ich kann mich wirklich alles bewegen. Ist er weg? Oh mein Gott. Entkomme. Sie durchsuchen das Haus. Wir müssen hier raus, bevor sie uns finden. Scheiße. Wo sind sie? Lufer! Finde sie! Verdammt nochmal! Oh mein Gott. Hier rein? Ich weiß nicht, Leute, ob wir hier rein sollen. Frick! Oh mein Gott, diese Puppe. Ich hab Angst. Oh mein Gott, nein. Ich werde niemals... Oh. Oh, okay, das wird jetzt schwer. Oh, das wird jetzt richtig schwer, Leute. Ich konzentriere mich gerade so hart in meinem Leben. Ich darf nichts falsch machen. Oh mein Gott, shake it, the fucking shake it! The fuck. Alles easy. Easy peasy. Easy peasy game. Oh. Luther, lass uns gemeinsam abhauen. Oh. In der Gesicht. Hier, ich soll genauso schreien wie du. Oh, geschafft. Oh, ich hab mich nicht konzentriert für eine Sekunde. Oh mein Gott. Oh. Oh. Oh.
ist eine Verarsche, Mann. Frick dich. Hinter der Vordertür. Ist gesperrt, ne? Kein Problem, Leute. Oh, ich hab keinen Bock mehr auf das Game. Oh, XXXX. Na los. Stimmt, ich hätte wissen sollen. Die war ja gesperrt. Ah, oh, wie er geht hinter einem. Das ist so creepy, ne? Lauf, Alice. Nein, ich bleib bei dir. Lauf, lauf so schnell du kannst. Du warst gewarnt. Lufa, bitte hilf mir. Nimm einen Träger. Lufa, hilf mir. Du hättest auf mich hören sollen. Nein! Was machst du denn? Geh mir aus dem Weg. Nein. Nicht diesmal. Geh mir aus dem Weg, oder ich schieße durch dich durch. Wie kannst du es warten? Fällt euch ein. Was wollt ihr hier? Wer hat euch rausgelassen? Lasst mich in Ruhe! Lasst mich in Ruhe! Gehorcht mir! Ich bin euer Meister! Ich bin euer Meister! Oh mein Gott! Ich wollte dir nichts tun. Das weiß ich zu schätzen. Ich habe gehorsam programmiert. Als ich sah, wie die Kleine ihr Leben für dich riskiert, war es, als öffnete ich meine Augen zum ersten Mal. Endlich konnte ich sehen. Ich weiß, du vertraust mir nach all dem sicher nicht mehr. Aber ich kenne jemanden, der euch über die Grenze bringt. Ich könnte euch hinbringen. Ich könnte euch beschützen. Dich und die Kleine. Bitte, bitte. Das wäre wirklich perfekt. Du bist der Vater, okay? Okay. Jetzt küsst euch, los. Ich vertraue dir. Ich hatte solche Angst, dich zu verlieren. Die spielt so krank geil aus, ne? Ich konnte nicht mehr, Leute. Das war so krank. Das hat mich so genervt, als ich fast getroffen wurde. So voll nervig, aber wir haben's. Ja, ganz gut geschafft, würde ich sagen, ne? Lufa stürzt. Es gab nur ein Ende. Die Monster greifen Slotko an. Slotko holt auf. Na gut, weiter geht's. Weiter geht's. Woo! Connor! Oh, what? Wo sind wir denn jetzt von der Amanda? Okay. Wo ist sie aber? Da hinten. Warte mal, was suche ich wieder hier? Was mache ich hier, Leute? Ich bin noch nicht gestorben, das ist das Ding. Na, wir werden sehen, Leute. Wir werden sehen. Ich weiß ja nicht mal, wer Amanda ist. Oder wo wir überhaupt sind. Ich meine... Es sieht krass aus, aber wir sind nicht im Himmel oder so. Jemand hat den Kommentar geschrieben, wir sind im Himmel. Und da dachte ich wirklich, nachdem ich den Kommentar gelesen habe, ja, okay, wir sind im Himmel. Aber nein, wir waren nicht im Himmel. Hallo, Amanda. Spoiler-Alarm. Anna, ich habe dich erwartet. Gehen wir ein kleines Stück? Bist du auch ein Roboter, Amanda? Ein Prototyp oder eher weniger? Mein Glückwunsch, Connor. Du hast den Abweichler gefunden. Also, was hast du erfahren? Gar nichts. Obwohl, Zeichen auf Wänden. Ja, das ist wichtig. Die Wände des Apartments waren mit Labyrinthen und anderen Symbolen bemalt. Wie andere Abweichler schien er wie besessen von RA9. Was noch? Ich glaube, sie hat eine Ahnung. Oder Vögel. Er war von Vögeln fasziniert. Abweichler können Interesse an Lebensformen zeigen wie Insekten und Haustiere.
Voll krass, Leute. Nicht in dieser Form. Du warst kurz davor, den Abweichler festzunehmen. Zu schade, dass er sich selbst zerstörte. Entschuldigen, zögerlich, letzte Worte erklären. Entschuldigen. Er war in Lieutenant Andersons Obhut. Ich konnte nicht vorhersehen, dass er ihn entkommen lässt. Wie entwickelt sich deine Beziehung zu diesem Lieutenant? Connors tot. Negativ, ungewiss, ungewiss. Sie verbessert sich. Ich habe mehr Verständnis für ihn und er gewöhnt sich an meine Anwesenheit. Wer ist dieser Amanda? Sie ist aber kein Android, oder? Es bleibt nicht viel Zeit. Die Abweichung breitet sich weiter aus. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis die Medien davon Wind bekommen. Oh. Wir müssen das beenden. Um jeden Preis. Ich bringe diese Untersuchung zu Ende, Amanda. Was ist, wenn wir selber Abweichler werden? Es gibt einen neuen Fall. Geh zu Anderson und untersuche ihn. Was ist für eine Gegend? So, es ist alles so mysteriös. So mysteriös und so komisch. Es ist eine Gegend, was die existiert, aber es sieht aus wie im Himmel. Es sieht aus wie ein Paradies, so voll komisch. Mit den ganzen Steinen und diese ganze Natur. Mein Controller vibriert. Ich halte ihn an meinen Nippel. Spaß würde ich niemals machen. Ich verspreche, das gefällt mir nicht. Danke, Taxi. Ohne Fahrer. Weil alle Roboter den Menschen die Arbeit wegnehmen. Finde ich super toll, wirklich. Lass mal kurz gucken, Leute. Wir sollen ja Lieutenant Anderson finden. Lieutenant. Ich wäre gerne Lieutenant, Leute. Ich sehe ihn nicht. Ist es denn schlau, einfach so reinzuplatzen, Leute? Da ist ein Hund. Ah. Ja, lass uns klopfen. Klopfe, die Klopfe, die Klopfi. Und hallo? Ah, klopfen, nice. Lieutenant Anderson. Lieutenant Anderson. Jemand zu Hause? Finde einen Weg hinein. Oder vielleicht ist hier mir was passiert, ne? Lass mal sehen, Leute. Wir nehmen mal den Hintereingang. Oder vielleicht hat er den Schlüssel, einen Ersatzschlüssel irgendwo versteckt. Man weiß ja nie. Na, da kann man auch reinschauen. Hier auch, oder? Hier ist niemand. Oh mein Gott. Lieutenant Anderson. Mach die Scheibe kaputt. Na los, na los, na los, na los. Aha, aua. Ruhig. Sumo. Ich bin dein Freund. Ja? Ich weiß deinen Namen. Er hat Angst. Ich will deinen Besitzer retten. Er hat Angst. Er zeigt Emotionen? Ja. Symptome eines Abweichlers? Fragezeichen. Lass mal sehen. Er hat sich betrunken, oder? Spuren von Alkohol. Schottischer Whisky, 40% Alkoholgehalt. Er ist einfach besoffen. Lol. Black Lamp. Nicey, dicey. Waffe? What? Eine Kugel übrig. Er wollte sich töten? Ist es das, was er wollte? Leichte Ahydmie. Kein Anzeichen eines Traumas. Alkoholvergiftung vermutet. Macht Sinn, oder? Aufwachen, Lieutenant. Ich bin es, Connor. Das war witzig. Ich werde sie ja zu ihrem eigenen Wohl ausnüchtern. Ich muss sie warnen. Los, das wird nicht angenehm. Verpiss sie aus meinem Haus. Tut mir leid, Lieutenant, aber ich brauche sie.
Ja, in diesem Zustand, genau. Danke im Voraus für Ihre Kooperation. Hey, verpiss dich, ihr Weiß. Hep. Hey, ja, ja, hey. Ins Badezimmer. Guter Hund. Quasi. Lol. Wo soll ich wissen, wo das Badezimmer ist? Ich glaube, ich muss kotzen. Na dann. Hep. Na, lass mich in Ruhe. Nein. Ich geh nirgendwo hin. Egal. Na los. Sharing or not? Lass mal sehen, was er da hat, Leute. Tut mir leid, Lieutenant. Sie müssen baden. Jetzt baden Sie. So, als würden wir eine Katze waschen wollen. So, nein, ich will nicht baden, auf keinen Fall. Lass mich in Ruhe. Hä, das hilft aber nicht gegen Alkohol, oder? Was tust du denn hier? Vor 43 Minuten wurde ein Mord gemeldet. Sie waren nicht in Jimmys Bar, also bin ich hierher gekommen. Scheiße, ich bin bestimmt der einzige Kopf der Welt, der im eigenen Haus vom eigenen Scheiß-Androiden angegriffen hat. Kannst du mich nicht einfach in Ruhe lassen? Aber wieso hast du Lösung rational? Rational? Tut mir leid, aber das geht nicht. Ich bin auf die Untersuchung des Falles programmiert und dafür brauche ich sie. Dein verdammter Fall interessiert mich echt einen Scheiß. Lieutenant, Sie sind nicht Sie selbst. Sie sollten... Verpiss dich, verstanden? Verschwinde endlich hier! Necken gehen. Necken. Gut, ich verstehe. Es ist vermutlich gar nicht interessant. Ein toter Mann gefunden in einem Sexclub in Downtown? Man wird den Fall sicher auch ohne uns lösen. Naja, ein bisschen frische Luft würde mir sicher nicht schaden. Ha! Yes! Im Schlafzimmerschrank sind ein paar Klamotten. Okay, warte mal. Ich hole sie. Ich will mich gerne umsehen. Definitiv, Leute. Was steht denn hier? Warte mal, kann ich das analysieren? Gerade nicht, ne? Verdammt. Voll cool, seine Wohnung. Im Schlafzimmer? Ah, da, ne? Ja, ja, ja. Hier. Gefunden! Was möchten Sie anziehen? Na, ist egal. was geben wir ihm? Steif, gestreift, hippie. Hippie nicht. Streifig. Ich nehme streifig. Einfach so aus Spaß. Voll cool, dass man die Auswahl hat. Okay. Sieht schick aus, ey. Nicey, dicey, baby. Ja, kotz. Bäh. 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 Alles in Ordnung, Lieutenant? Sorry. Ja. Wundervoll. Der Alkohol ist schon im Blut, Leute. Und im Gehirn. Okay. Klar. Natürlich. Erfahre mehr über Hank. Will ich gerne. Hat eine Freundin, lass mal kurz auf sein Bett analysieren. Erstmal das ist eh das Beste. Diese Zeitschriften sind so geil. Zeit für die Reißleine. Ah, nicht interessant. Depression? Hat er Depression? Verkaufszahl von Androiden im Teampartner explodieren. Lol. Lass mal lesen, Leute. Das ist immer geil. Also, meine Liebe, Verkaufszahlen von Androiden in Teampartnern explodieren. Androiden, die in der Lage sind, die sexuellen und emotionalen Bedürfnisse der Kunden zu befriedigen, waren ein derartiger Erfolg, dass Cyberlife Probleme hatte, der Nachfrage nachzukommen. Obwohl die Idee anfangs weit hergeholt schien, hat sich Cyberlifes Risiko ausgezahlt. Diese Androiden bieten nicht weniger als ein komplettes Partnererlebnis für Männer und Frauen. Die Vorteile sind zahlreich. Androiden versorgen den Haushalt, kochen auf höchstem Niveau und erfüllen jede sexuelle Fantasie, ohne je zu sagen, heute nicht, Schatz, ich habe Kopfweh. Bestens! Perfekt! Endlich etwas, was... Spaß. Was? Verkaufszahl von... Warte mal, Cyberlife konzentriert sich zu Beginn auf Singles in Städten. Die aktuelle Rekordscheidungsrate zeigt, dass viele Männer und Frauen lieber mit einem Androiden als mit einem menschlichen Partner zusammenleben.
What? Schlechte Nachrichten für die bereits niedrige Geburtenrate. Die ernste Fragen über die Kontrolle von Androiden in unserer Gesellschaft verwerfen. Warte mal, er hat irgendwas mit Depression gelesen, ne? Höp! Swipe! Zeit für die Reißleiner Depressionsscreening, eine Studie unter der Leitung von Dr. P. Gorsganski oder so, hat die Zeit, die wir vor Bildschirm verbringen, mit der weit verbreiteten Antidepressiva-Epidemie in Verbindung gebracht. Vom Aufwachen bis zum Zu-Bett-Gehen sind wir umgeben von Bildschirmen. Natürlich macht zu viel Fernsehen die Augen nicht quadratisch, aber es kann andere schädliche Auswirkungen haben. Hierzu gehören Schlafstörungen, müde Augen und emotionale Unterentwicklung und Depression aufgrund mangelnder Interaktion. Ich glaube, das hat er auch. Gorganskis Studie fand heraus, dass bei 2 von 3 Personen, die Antidepressiva nehmen, mangelnde soziale Interaktion der Hauptgrund ist. Mittlerweile verbringt ein Mensch durchschnittlich 82% seiner Zeit mit der Kommunikation über ein Gerät anstatt persönlich und die Beziehungen leiden darunter. In Reaktion darauf hat CyberLife ein Heimpsychologie-Add-on für Androiden entwickelt. Dies soll uns lernen, wieder zu kommunizieren. Das Upgrade kostet $150, doch durch Gruppentherapiesitzungen und Aktivitäten speziell für Kinder und Erwachsene profitieren die ganze Familie davon. Aber Gorganski ist skeptisch. Unsere Gesellschaft ist süchtig nach Technik. Da kann noch mehr Technologie nicht die Antwort sein. Geht einfach raus und redet miteinander. Ja. Interessant, ich mag das. Ist cool. Toll. Ich würde gerne mehr erfahren. Was? Oh, der Hund ist lustig. Sumo. Ich bin gleich wieder. Sieht aus wie ein Sumo-Ringer. Okay, wenn er gleich wieder da ist. Na, dann bin ich gespannt. Lass mal mehr analysieren, Leute. Ich hoffe, ich kann's. Sumo! Du Sumo-Ringer. Was? Komm schon, man. Ich war noch nicht fertig. What? Ey, das nervt! Ich war noch nicht fertig! Okay, ich wollte noch weiter gucken. Ich will mehr über Hank erfahren. Wieso hast du Androiden? So viele Fragen, die ich mir stelle. Und man kann sie mir nicht beantworten. Wieso nicht? Weil aus irgendeinem Grund war er fertig. Ich wollte nur lesen, okay? Da habe ich irgendwas mit Intimpartnern und dann war ich... Okay, wie auch immer. Lass uns fortfahren. Oh, let's go, baby. 20:01. Ah, wir wollen ja Ersatzteile klauen, ne? Oh oh. Jemand wird sterben. Hundertprozentig. Was machen wir jetzt? Wir suchen das CyberLife-Lager. Da gibt's Ersatzteile und blaues Blut. Mir da. Okay, okay. Na dann. Damn. Das Spiel sieht so gut aus. Es ist so krank, Leute, wie es aussieht. So. Das ist ja unnormal. Sie dürfen uns nicht sehen. Natürlich dürfen sie das nicht. Ist ja auch klar, oder? Kann ich ja was tun? Keine Ahnung, was die X'en sollen. Geradeaus. Warte mal, sollen wir einfach folgen? Folge North. Cooler Name, wie Nordpol. Norden. Das ist wirklich ein Name. Vorsicht. Es gibt Leute, die benennen ihre Kinder so. Nach Himmelsrichtung. Ich finde einen anderen Weg. Warte mal, könnte er nicht so tun, als wäre er ein Mensch? Oder irgendwie sagen, hey, ich habe sie gefunden oder so. Also im schlimmsten Falle könnte er sie retten, weil er doch aussieht wie ein Mensch. Ich meine ja nur, wenn wir gesehen werden. Dann könnte er das Vertrauen des Menschen gewinnen und dann ihn überwältigen. Man sieht halt einfach nicht, dass er ein Android ist, Leute. Wir müssen hier lang, ne? Yep. Hundertprozentig. Lauf, 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 lauf. CyberLife. Oh, oh mein Gott. CyberLife ist so reich. Da ist die Apple Nix Game, Bro. Marcus, komm hier auf. Ich bin auf dem Weg. Damn.
Wir haben so viel geschafft, das Android. Oh. Und wir können uns ja keine Knochen brechen, ne? Das ist das Geile. Alter, ist das geil, Mann. Das Lager ist davor. Wir sind fast da. Feier ich extrem. Ich komme. What? Okay. Wurden wir noch nicht gesehen. Ich hoffe nicht, Leute. Ich hoffe nicht. Cyberlife Lagerhäuser. Da drin ist alles, was wir brauchen. Zuerst muss diese Drohne weg. Wie? Wie soll die weg? Ich mach das. Okay. Konstruieren. Lass mal sehen. Ah, okay. Würde bemerkt werden. Das ist nicht gut. Lass mal sehen hier. Ja, er rennt. Sieht gut aus. Ja, hier hoch. Das wäre zu hoch. Ist okay, ist okay. Wir können ja weitermachen, einen Moment. Kurz zurück. Warte mal. Kann ich nicht einen anderen Weg hier nehmen? Muss ich immer... Ja, ich muss immer den Weg nehmen, ne? Okay, warte, es gibt noch eine andere Möglichkeit, bestimmt. Das ist so geil mit dem Konstruieren, ne? Es gibt keine andere Möglichkeit. Es gibt nur die hier hoch. Und dann entweder hier hin, oder? What? Das wäre zu hoch, steht doch da. Was denn aber dann? Das macht keinen Sinn, Leute. Das macht wortwörtlich keinen Sinn. Vielleicht hier hinrennen erstmal? Nee, ne? Mann, ich finde keinen Weg, Leute. Was mache ich falsch? Mal kurz gucken. Vielleicht hier irgendwo? Also, es gibt wirklich nur zwei Wege. Das heißt, wir sollten erstmal hier hochgehen. Schön. Und jetzt ist das Problem. Jetzt fängt das Problem nämlich an. Seht ihr das? Hier vielleicht? Nee. Er bewegt halt nichts. Ah, da. Jetzt? Hä? Das mein... So... Oh mein Gott. Wäre zu weit. Was denn aber sonst? Ja, wäre das... Oh. Berechnen. Berechnen, lass mal sehen. Damn, das ist so gestört. Geil, ich liebe es. Klettern, let's go. Irgendwann geht das schief, Leute. Irgendwann geht's schief. 2 Millionen %, Leute. Bist du okay? Ja, ja, alles klar. Mir geht's bestens, danke für die Nachfrage. Yeah, ihr punktet mein Nord, Baby. Nehmt so viel ihr könnt. Aber es ist krass, dass mit den... Naja, dass Menschen lieber mit Robotern zusammen sind. Irgendwie ist es... Es ist zwar weniger stressig, ja, aber denken die Leute nicht nach, so. Voll merkwürdig einfach so. Also ich verstehe schon, wieso, aber... Ich meine, ich soll lieber mit den Menschen zusammen. Obwohl natürlich... Okay, das kann man nicht sagen, weil es ja nicht wirklich wie Roboter sind, ne? Oh, what? Hey, Buddy. Ihr betretet unbefugt Privatgelände. Oh. Eure Anwesenheit ist ein Stufe 2 Verstoß. Ich rufe den Sicherheitsdienst. Turn! Gottverdammte Maschine! Wo ist der diesmal? What? Nehmen und verstecken. Weglaufen. John? Ich brauche deine Hilfe. John? Angreifen, freilassen, warten. Warten, warten, warten. Sorry, Leute. Erst die Drohne, dann das. Oh mein Gott. Super.
Habe ich mich gut entschieden oder weniger? Steck den Rest ein oder nichts wie weg. Okay, das war knapp, Leute. Weiter nach blauem Blut. Wir haben noch nicht genug. Das war richtig knapp, Leute. Viel, viel, viel blaues Blut nehmen, Leute. Boah. Das ist die einzige Möglichkeit, um zu überleben, richtig? Überprüfe die größere Kiste. Wo? Ach, da? Ah, da ist eine. Hopp. Bin ich mal gespannt, Leute. Ist das nicht zu gierig? Nein, nicht unbedingt. Nochmal. Hopp. Sky mit dem Controller. Ich mag das voll. Man fühlt sich wirklich so, als wenn man im Spiel, Leute, okay? Richtig geil, wirklich. Erlebnis 100%. Oh mein Gott. Damn. Dreimal dieselben? Warum seid ihr nicht Fefi? Ja, ist eine gute Frage. Wollt ihr nicht frei sein? Sie befreien, wieder schließen. Wieder schließen? Sie verpassen uns sonst noch. Oder nicht? Mehr können wir nicht tragen. Gehen wir. Wieso sind sie nicht wie wir? Das ist eine gute Frage. Mit. What? Er ist auf ihrer Seite. Wir können ihm nicht trauen. Er hat uns geholfen. Wir können ihn nicht hier lassen. Wir können ihn nicht mitnehmen. Das ist zu gefährlich. Annehmen, ablehnen. Ablehnen. Er kommt mit uns. Ah! Ich habe mich verklickt. Ich weiß, wo noch mehr Ersatzteile sind. Was meinst du? Ich habe mich verklickt. Bitte, das war eine gute Entscheidung. Ich habe mich verklickt. Sie laufen auf Autopilot, aber mit einem Schlüssel kann man sie fahren. Wo ist dieser Schlüssel? Da hinten, in der Kontrollstation. Zwei menschliche Wachen. Holt den Schlüssel, ohne dass man euch sieht. Das ist Selbstmord, Marcus. Unsere Taschen sind voll, wir haben, was wir wollten, also lass uns verschwinden. Das ist ein ganzer Laster voller Teile, genügend für uns alle. Das ist die Gelegenheit. Und wenn man uns tötet, haben unsere Leute gar nichts. Wir sollten das lassen, es ist zu riskant. Ja, ja, ja. Gehen. Zu hohes Risiko. Was wir haben, reicht. Wir können über den Zaun, das ist der schnellste Weg raus. Okay, dann also los. Ich will nicht, dass jemand stirbt, Leute. Ich weiß, so... Ich könnte es machen, aber... Es ist super riskant uns. Das ist dumm. Wir haben so viel Blut bekommen. Hundertprozentig wird jemand sterben, wenn ich das halt getan hätte, okay? Beim zweiten Mal durchspielen würde ich es schon tun. Aber so... Und war das eine schlaue Idee, den mitzunehmen? Wir haben blaues Blut! Und Biokomponenten, das wird für uns alle reichen. Ohne Marcus hätten wir das nie geschafft. Ich kam nach Jericho, weil Androiden hier frei sind. Frei im Dunkeln zu leben, voller Angst vor Entdeckung. Frei, stumm zu sterben, in der Hoffnung auf Veränderung, die nie eintritt. Diese Freiheit will ich nicht. Und ich will nicht darum betteln, lächeln zu dürfen. Zu lieben, stolz zu sein. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber es ist etwas in mir, das weiß. Ich bin mehr, als sie behaupten. Ich lebe. Und das lasse ich mir nicht wieder wegnehmen. Wieso sind manche so und manche nicht? Das ist meine Frage. Die Zeit der Sklaverei ist vorbei. Wir werden den Menschen sagen, was sie nicht hören wollen. Was sie nicht geben wollen, nehmen wir uns. Oh. Wir sind ein Volk. Wir sind lebendig. Wir sind frei. Damn. Wow. Was soll man dazu sagen? Ich habe gerade 5 Cent in meiner Tasche gefunden. Keine Ahnung, was die da gesucht haben. Kennt ihr das? Ihr schaut in eure Taschen, von irgendwelchen Hosen findet ihr irgendwas.
Damn. Okay. Okay. Fortfahren. Das war krass, aber ich bereue es nicht, dass ich einfach, ja, aufgehört habe. Was steht da? Faden Club. Nee, keine Ahnung. Egal. Kanna. Als würde jemand meinen Schädel mit einem Presslufthammer bearbeiten. Wenigstens leben noch alle Leute. Wenigstens leben noch hier alle. Hier ist. Das ist die Adresse aus dem Bericht. Gut. Okay. Dann mal los. Let's go. Tschüss. Lol, verlassen. Okay, okay, wir folgen Hang, Leute. Hundertprozentig. Die heißesten Androiden der Stadt. Hier sind, ne? Ich weiß, warum du unbedingt her wolltest. Oh, Mann. Damn. Oh mein Gott. Ha! Lol. Ich muss mir das angucken. Woo! Spaß. Connor! Was zur Hölle machst du da? Komm mal, Lieutenant. Sorry. Damn, okay, okay. Wieso kann ich mir die Frau nicht angucken? Wo ist die Gerechtigkeit? Damn. Die ist echt scharf. Okay, jetzt verstehe ich. Langsam. Okay, jetzt verstehe ich langsam. Ja, ich verstehe langsam. Damn. Diese... Boah, what the frick. Connor, siehst du das? The frick. Damn! Das könnte ich sein. Spaß, sorry. Ey, immerhin sind es immer noch Roboter, Leute. Also, ja. Ne, ist halt leider so. Aber es ist, ich meine, die sehen gut aus. Na gut. Wie auch immer. Hierhin, ne? Bin da. Ich habe mich nur kurz umgesehen. Hä? Nur gar. Oh mein Gott, hi. Lieutenant Anderson und sein Plastikfreund. Was wollt ihr beide denn? Hä? Hey, wie nennst du mich, du Juan? Alle Fälle mit Androidenbeteiligung. Ach ja? Tja, ihr verschwendet eure Zeit. Nein, mit Plastik. Mehr bekam, als für ihn gut war. Lol. Wir sehen uns trotzdem mal um, wenn's recht ist. Na los, gehen wir. Au. Oh. Irgendwie riecht sie doch nach Alk. Alter. Nacht, Lieutenant. Nacht. Mein Freund. Bye, bye. Untersuche die Gegend. Bist du ein... Ja, du bist der Roboter, ne? Oder? Ja, du bist der Roboter. Analysieren. Mal schauen. Ja. Wow, hey, 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 hey. Oh, Connor, das ist ekelhaft. Chill dein Life. Ich muss gleich nochmal kotzen. Blaues Blut, Modell WR400. Diagnose. Schwer beschädigt. Schwer beschädigt. Das ist krass. Untersuche das Opfer. Wo ist das Opfer da? Ist er tot? Damn. Analysieren. Was ist passiert? Herzstillstand. Kein Anzeichen eines Herzanfalls. Herzanfall nicht Todesursache. Fand er das so geil? Verstorben. 1,88, 87. 18:24 Uhr. Okay. Ich finde es so cool, dass sie hier so ein Detektiv eingebracht haben. Ich liebe sowas. Kein Anzeichen eines Herzanfalls. Oh, warte, das haben wir schon. Ach, da. Am Hals. Was ist da los? Schwere Blutergüsse. Würgemale. Ach. Er hat... Der Roboter hat ihn gewürgt. Hundertprozentig, Leute. Ja, ja, ja. Opfer wurde erwürgt. Sicher, dass er es nicht
geil fand? Keine Ahnung. Ich meine, er wurde erwürgt. Keine Ahnung, so, vielleicht hat er sich das gewünscht. War kein Herzinfarkt. Er wurde erwürgt. Ja, er hat Druckstellen an seinem Hals. Aber das beweist gar nichts. Vielleicht steht er ja drauf. Ja, das meinte ich auch. Das meinte ich auch, genau. Kannst du den Speicher des Androiden auslesen? Vielleicht siehst du, was passiert ist. Gerne. Ich kann's versuchen. Na dann, lass mal sehen. Verbinden. Ich will dancen, Leute. Geile Mucke, Mann. Der einzige Weg, um auf seinen Speicher zuzugreifen, ist ihn zu reaktivieren. Sorry. Schaffst du das? Natürlich. Schwer beschädigt. Wenn es klappt, habe ich nur eine Minute. Eher weniger. Ich hoffe lange genug, um etwas erfahren zu können. Ja, das hoffen wir wirklich. Beeil dich. Ich will wissen, was passiert ist, Leute. Na los. Erklären. Direkt. Beruhigen. Ganz ruhig. Es ist alles in Ordnung. Wir wollen nur wissen, was passiert ist. Ist er tot? Ja. Sag mir, was passiert ist. Er fing an, mich zu schlagen. Auch Gefühle. Wieder und wieder. Mörder? Hast du ihn getötet? Nein. Nein, ich war das nicht. Druck? Woran erinnerst du dich noch? Schnell, wir haben keine Zeit mehr. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Allein? Warst du allein im Raum? War noch irgendjemand bei dir? Er wollte zwei Mädchen haben. Das wollte er. Wir waren zu zweit. Welches Modell? Welches Modell war dieser Android? Sah er aus wie du? Da war noch ein Android. Das ist vor mehr als einer Stunde passiert. Der ist längst weg. Nein. In dem Aufzug konnte sie nicht unbemerkt nach draußen. Sie könnte noch hier sein. Würdest du merken, wenn von diesen Androiden hier einer ein Abweichler ist? Abweichler sind schwer zu erkennen. Oh, Scheiße. Da muss es noch etwas geben. Vielleicht ein Augenzeuge, jemand, der sie aus dem Zimmer kommen sah oder so. Schau allein das Risiko wegen dem Abweichler so, voll krass. Wenn dir was einfällt, sag mir Bescheid. Dass es überhaupt sowas gibt. Warte mal, da fehlt etwas. Nein, ich meine, was ist denn hier los? Ich meine, diese Typen reden. Verbinden? Oh. Wo soll ich denn gucken, aber? Warte kurz mal, ich geh mal hier hin. Vor zwei bis drei Monaten war. Kann ich hier was machen? Nee, ne? Einfach weg. Wir wissen nicht, was passiert ist. Tja, brauche einen Menschen für Zugang zum Androiden. Ah, okay. Sie haben nicht zufällig einen überwacht. Verzeihung, Lieutenant. Könnten Sie mal herkommen? Was gefunden? Vielleicht. Ich suche wenigstens, anstatt zu reden, Lieutenant. Können Sie diese Tracy mieten? Verdammt nochmal, Connor, wir haben Besseres zu tun. Bitte, Lieutenant. Vertrauen Sie mir. Ja, ja. Hallo, 30 Minuten kosten 29,99. Bitte bestätigen Sie den Kauf. Piep. Macht auf der Spesenabrechnung aber keinen guten Eindruck. Kauf bestätigt. Bitte schön. Schön, Sie kennenzulernen. Folgen Sie mir. Ich bringe Sie in Ihr Zimmer. Okay, und was jetzt? Oh oh. Oh Scheiße, komm. Was zur Hölle machst du da? Ist sie ein Abweichler oder nicht? Oh mein Gott, ja. Oh, what? Warte mal, da ist was.
Eine blauhaarige Tracy läuft in Richtung des Eingangs. Oh mein Gott, das war sein Plan. Das ist grandios. Das ist grandios. Sie hat etwas gesehen. Und worauf willst du damit hinaus? Der Abweichler verließ den Raum. Eine blauhaarige Tracy. Die Speicher der Club-Androiden werden alle 2 Stunden gelöscht. Uns bleiben nur Minuten, um noch einen Zeugen zu finden. Um einen Zeugen zu finden? Naja, der könnte ein Zeuge sein, oder? Frage Hank. Probieren wir den hier. Okay, lass mal sehen. Ah, da ist es. Android ging zurück in den Club. Okay, das ist gut zu wissen. Er sah die blauhaarige Tracy. Ich weiß, wo sie hin ist. Dann hinterher. Dahin, ne? Naja, er ging in den Club, also hier. Richtige Richtung. Ich muss nur einen anderen Androiden auf dem Weg finden. Lass mal sehen. Finden wir irgendwo ein? Gehen wir richtig? Gehen wir freaking richtig oder nicht? Oh mein Gott, ich habe keine Ahnung, Leute. Ich weiß nicht, was ich tue, Leute. Ich weiß gerade nicht, was ich tue. Was tue ich hier? Warte mal, okay, dann lass mich den hier. Ich habe keine Ahnung, was ich tue. Oh mein Gott. Okay, ich beeile mich jetzt. Android ist auf den roten, in den roten Raum. Ist mir klar. Aber was bringt mir das? Ich weiß jetzt, dass sie da reingegangen ist. Da wollte ich doch gerade rein. Oder war das ein Fehler? Nee, wir können da hin, Beeil dich. So, lass mal den checken. Beeil dich. Fuck. Der Typ ist wortwörtlich nur am Dancen. Ah, da. Oh mein Gott, nee. Nee. Leider nix. Nein. Ich habe die Spur verloren. Lass mal sehen. Hier vielleicht? Komm schon. What? Dein Ernst? Nichts. Der vielleicht? Die blauhaarige Tracy kam hier nicht vorbei. Gar nicht? Das kann doch gar nicht sein. Da ist sie. In den blauen Raum. Okay. Wie viel Zeit noch verbleibt? 1 Minute. Ich habe echt viel Zeit verbraucht, Leute. Verschwendet. Kann er nicht sprinten oder so? Frage Hank. Der muss was gesehen haben. Diese Androiden, die tanzen, sehen meistens nie was. What? Okay, das ist lame. Der hat nichts gesehen. Nein. Oh mein Gott. Ich hab verkackt, Leute. Ich hab verkackt. Nein, auch nicht. Ich hab verkackt, wortwörtlich. Er hat nichts gesehen. Ich habe irgendwo einen Fehler gemacht. Irgendwo, ja, das kann sein. Okay, lauf. Die Zeit läuft immer noch ab. Nee, okay, lass mal überlegen. Wir können gerne hier hingehen. Die tanzt nämlich die ganze Zeit. Komm schon. Okay. Okay, hi. Nichts. Schön, dich kennenzulernen. Die blauhaarige Tracy kam hier nicht vorbei. Wie geht's dir? Oh mein Gott. Der Typ hat Fotos gemacht. Schön und gut. Wundervoll. Sie war... Ich hab nichts gesehen. Ich habe irgendwo einen Fehler gemacht. Ja, anscheinend ja. Ich habe den Fehler gemacht, glaube ich.
Ist sie da irgendwo? Nein. Oh, wow. Nein. Wer noch? Wie viel Zeit habe ich noch? 16 Sekunden. Ich habe die Spur verloren. Die ganze Kohle und ich habe immer noch keinen Spaß damit gehabt. Ja, das stimmt. Oh mein Gott, er muss die ganze Zeit zahlen, ne? Er muss ja die ganze Zeit zahlen, Leute. Nee, wir haben es nicht. Nein. Verdammt. Es ist zu spät. Oh mein Gott. Die Spuren wurden gelöscht. Ob einer von Ihnen Tracy gesehen hat, werden wir nie erfahren. Es ist meine Schuld. Komm schon. Ich war zu langsam. Nee, zu langsam? Was ist zu langsam? Du würdest dich endlich mal nützlich machen. Lass uns verschwinden. Oh mein Gott. Ich ertrag das hier nicht länger. Ich bin so sauer, ne? Ich bin so sauer. So sauer und so enttäuscht. What the freak? Oh! Nur weil ich mich am Anfang umgesehen habe. Ich glaub's nicht. Ich kann nicht glauben, dass ich da versagt habe, Leute. Wortwörtlich. Ich bin so sauer. Ich bin so sauer. Okay, Leute. Wisst ihr was? Wir werden erstmal die Folge hier stehen lassen. Ich bin so sauer gerade, ne? Ich glaub's nicht. So, ich hab wortwörtlich alles analysiert und dann bin ich aber von selbst weitergegangen, weil das verstehe ich nicht. Wir haben doch schon den Grund bekommen, dass sie... Wir haben doch schon gesehen, sie ist in den blauen Raum gegangen oder was auch immer das für ein Raum war. Also bin ich mitgegangen. Und diese Zeit, wo ich rumgelaufen bin, in der Zeit, die hat uns gekostet. Und deswegen haben wir es dann nicht geschafft. Also, ich weiß nicht. Es ist einfach total ärgerlich, aber immerhin leben alle noch. Also ja, für mehr davon lassen wir rum. Falls du es nicht geschafft hast, schreibe versagt in die Kommentare und ich sehe dich im nächsten wieder. Bye, bye. Danke für das Anschauen des Videos. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn du es mit einem Daumen nach oben bewertest. Außerdem solltest du definitiv mal eine meiner letzten Videos auschecken. Die findest du rechts. Also klick einfach irgendein Bild an und dann wirst du gleich hingeleitet. Ich bin mir sicher, es gibt bestimmt irgendwas, was dir gefallen wird. Und falls du es nicht getan hast, kannst du gerne kostenlos abonnieren für täglichen Video-Content. Und falls du schon Abonnent bist, kannst du unten gerne die Glocke anklicken, damit du immer benachrichtigt wirst, wenn mein Video hochkommt. Aber danke fürs Anschauen und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ciao, ciao.